Ich frage gar nicht. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Leiter-Zombies. Haben wir die schon mal gehabt? Ich weiß es gerade nicht. Ja, gucken wir mal die Pflanzen an. Kornapult. Schaden gering. Okay, nicht viel Schaden. Und normal Butter. Also er kann anscheinend zwischen den beiden wechseln. Irgendwie. Besonderheit Butter lähmt Zombies. Klingt schon mal gut. Kornapult ist der ältere der Pultbrüder. Und trotzdem macht er weniger Schaden. Und Corner ist der einzige der drei. Drei? Okay, dann kommt demnächst noch irgendeine Pultpflanze. Okay. Der immer an die Geburtstage denkt. Er zieht die anderen auch ein bisschen damit auf. Naja, das ist doch schön, wenn er ein bisschen fürsorglich ist. Und Zombies... Ja, der Leiter-Zombie. Okay, den haben wir jetzt neu. Mal gucken, was der kann mit seiner komischen Leiter da. Macht er dann hier so Leiter-Smashing oder wie? Klappt mit seiner Leiter die Pflanzen um. Na, wir werden es sehen. So, so, okay. Dann einmal das. Weil ich den Tausch aus. Das, das, das. Und nehme ich ja, der Stand Matschkabel hat mich bisher immer, hat mir immer gut geholfen. Was, jetzt nur drei rein? Oh Gott, Leute. Am Ende habe ich gar keine Blumentöpfe hier am Anfang. Das wäre total beschissen. Gott. Das ist ekelhaft. Wie wenig Blumentöpfe ich habe. Drei Reihen nur. Das ist doch scheiße. Ah, es gibt auf jeden Fall nicht viel Platz zum Bauen. Aber gut, das muss jetzt klappen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mir alle Blumentöpfe wegnehmen würden. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Das wäre schon ein bisschen arg hart, finde ich. Man kann mir da garantiert widersprechen, aber ich finde es ein bisschen extrem. Und es passt mir gerade überhaupt nicht, dass direkt dahinter noch einer kommt. Den muss ich also in die Luft sprengen mit... Oder reicht die Mine dafür noch? Nee, ich mach die aber so. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich das mache. Weil das gefällt mir nicht so. Irgendwie. Das gefällt mir ganz und gar nicht, das Level. So, jetzt eine Sonnenblume und... Ach, da oben kommt ein Eimer. Nein. Das hat ein bisschen geleckt gerade. Okay. Ah, geht das mit dem Lecken wieder los. Da triffst du da ein bisschen keinen Bock. Wieder ein bisschen keinen Bock. Mhm. Genau so. Ich habe auch immer ein bisschen keinen Bock. Oh, da kommt schon wieder ein Eimer. Pylone. Ihr wisst, was ich meine, so. Ich setze mal einen Cornerpult hier vor. Ich wollte eigentlich auch hier einen Cornerpult hin haben. Von Butter, nicht mal die Körnchen, die ziehen noch nichts ab. Also setze ich. Ne, noch nicht. Ich habe noch zu wenig Pflanzen, um das jetzt mal eben kurz ersetzen zu können. Ich will Butter sehen. Na, okay, jetzt reicht auch so irgendwie. Oh, damit habe ich noch nichts. Ups, la. Jetzt aber. Okay, hat er geklappt, hat er geklappt. So irgendwie. Oh, dafür Butter. Butter! Die Butterkanone. Kornapult. Ich setze einfach mal Blumentöpfchen, wenn ich es kann. Es kann sicherlich nicht schaden, ein paar Voraus zu haben. Denke ich mir mal. Hier schon mal sowas hin. Okay. Aber gut, weil jetzt so ein Pylone kommt. Also ich baue so schnell wie möglich auf, wie man sieht. Darum habe ich auch nicht wirklich viele Sonnen übrig. Okay, jetzt ersetze ich mal kurz. So. Dann kommt das mal vor jetzt. Und da ein Eimer vor. Kein Eimer, ne? Blumentopf, so. Ein Eimer. Genau. Ich setze die Pflanze in den Eimer rein. Das freut dich doch garantiert. In einem Eimerchen zu hocken. So, ich frage mich nur, ob man so einen Leiter-Zombie kommt. Und vor allem, was der kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er was Freundliches für mich tut. Boah, alle mit Butter gelähmt hier. Da schlagen die Cornerpulte aber richtig zu heute. So, so, so. Batz, 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 batz. Oh, da kommt einmal tatsächlich so ein Leiter zum Beispiel. Was macht er?
Sterben macht ja, das ist gut. Damit habe ich kein Problem. Nein, versetzt. Scheiße, da wollte ich nicht hin haben. Ach Gott, bin ich doof. Na, das war jetzt natürlich sinnlos gesetzt. So soll es später nicht passieren, glaube ich. Weil das kann mich den Sieg kosten. Ja, ich glaube, mehr von diesen Cornerpulten brauche ich echt nicht. Die greifen so nur den Vordersten damit an und das heißt, es reicht, wenn einer gelähmt ist. Obwohl, mit Glück können natürlich mehrere gelähmt werden. Oh, kommt schon wieder so ein Leiterding. Mit der Butter auf den Kopf kriegt. Ich will sehen, was die Leiter kann. Der wird immer nur hin und, ja, stirbt. Weil er mit Butter gelähmt wurde. Böse Butter. Nö, an sich so böse ist Butter ja nicht, ne? Wenn sie die Gegner lähmt. Okay, da kommt er. Und er futtert. Er macht nichts mit seiner Leiter. Und bevor er es in der Leiter macht, stirbt er wieder. Oh Gott. Ich will sehen, was der Leiter-Zombie kann. Obwohl, wahrscheinlich will ich es gar nicht wissen, weil es irgendwas Böses ist. Ich sehe es doch schon. Ich meine, ich bin total weit im Spiel jetzt. Es muss irgendwas Böses sein. So. Okay, der ist gelähmt. Der stirbt dadurch jetzt auch. Ja, das ist jetzt schon die zweite Welle. Oh, da bin ich schon durch. Cool. Cooli cool. Los, Ballon Cornerpult. Hier vorne. So, genau. Okay, kommt wieder ein Leiter-Zombie. Ah, setzt doch niemanden rein. Der Idioten. Das klappt nicht, du. Wow. Aber nicht so schnell hier. Okay. Ich glaube, das brauche ich jetzt doch nicht mehr, die Jalapeno, oder? Ah doch, ich mache einfach mal. Warum nicht? Und wir gehen ja gleich einen Matschkürbis hin, wenn sie mich nicht weiter nerven. Obwohl, ich glaube, das stimmt vorher. Nee, doch nicht. Okay. Matsch. Und wir kriegen... Was ist das denn? Das Ding sieht seltsam aus. Was bist du? Was bist du für ein Ding? Was ist denn für ein Teil? Kaffeebohne. Pflanzt sie auf einen Pilz, um aufzuwecken. Ah, okay. Mit dem Teil kann man Pilze also tagsüber nutzen. Brauche ich das? Ich glaube nicht. Oder was kommt als Gegner? Poguts. Ach, für den Magnetpilz meinen die. Für den Magnetpilz wollen die das machen. Okay. Ah, ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich nehme erstmal den Standardkram rein hier. So. Im Prinzip kann ich es... Ah, ich weiß nicht, ich mag Magnetpilze eigentlich nicht so. Aber bei diesen drei metallischen Gegenstände. Können vielleicht nicht schaden, aber ich lese mal kurz erstmal hier durch, was die kann. Einmalig sofort kann auf anderen Pflanzen platziert werden, weckt Pilze auf. Genau, okay, kann auch auf anderen platziert werden. Okay, die schwebt ja. Cool, die kann fliegen. Hey, Leute, hallo, ruft Kaffeebohne. Hey, was geht ab? Wer ist denn das? Hey, habt ihr das Ding da gesehen? Was für ein Ding? Ui, Löwen. Ja, Kaffeebohne ist ganz schön aufgekratzt. Hat wohl zu viel Kaffee getrunken. Und der Leiter-Zombie. Er klettert über Hindernisse. Ausdauer, Mittel, Leiter, mit... Was, er klettert über Hindernisse? Oh. Tempo schnell nach Aufstellen der Leiter langsam. Schwäche, Stinkpilz und Magnetpilz. Die Leiter war ein echtes Schnäppchen. Nur 8,99 €. Wow. Also der kann über Pflanzen klettern. Und was ist der Unterschied jetzt zu den Stabhochspringern? Die können auch drüber springen. Hm, komisch. Ich werde sehen, wenn der schafft, eine Leiter aufzustellen. Dann werde ich sehen, was sie kann. Ja, nehme ich meinetwegen mal die beiden Sachen mit. Vielleicht platziere ich mal ein paar davon, aber glauben tue ich es nicht. Und okay, es geht nicht weiter zurück als drei Reihen. Das ist schon mal gut. Das freut mich. Sehr freut mich das. Weil dann habe ich halt noch ein bisschen Platz zum Bauen. Und so. Was ich wahrscheinlich denken kann. Oh, jetzt habe ich Kartoffelmine. So. Okay. Und weiter Sonnenblümchen pflanzen. So, noch eine. Ah, ich bin zu langsam.
Babadam, babadam, ach mein Gott, ich kann die Melodie immer noch nicht auswendig, ey. Gott. Wozu spiele ich das so lange, weil ich die Melodie immer noch nicht auswendig kann? Und jetzt sind drei Wellen. Oh. Tut mir leid, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich habe Matschkürbis nicht dabei, ne? Naja, was soll's. Ich muss aber jetzt irgendwas pflanzen. Kommt einfach schnell eine neue Kartoffelmine hin. Könnte ein neuer Zombie kommen? Bitte? Oh, dann nicht. Ah doch, kommt sogar, ja genau richtig, wow. Das war Glück. Aber richtig schönes Glück war das. So. Ja, ich fand's aber weiter hier. Komm. Er kommt schon wieder genau auf der Linie. Und da oben auch. Ach, ist das toll. Die kommen gerade genau passend. Nur wie lange wird das Glück halten? Gar nicht lange. Nee. Man sieht schon, es hält nicht lange. Da kommt schon so ein Scheißteil. Butter! Yes. Da wurde er aufgehalten. Hat er keine Chance gegen mich. Muhahaha. Los, nochmal Butter. Los, Butter. Okay, ich glaube, es reicht. Ja, so schon. Dahin. Und da was vor. Ich überlege gerade, wo ich die Magnetpilze setze. Ich glaube, ich pflanze die so hier hin. Obwohl, nee, hier ist besser, glaube ich. Ich mache da eine ganze Reihe Magnetpilze. In der Hoffnung, dass es was bringt. Vielleicht war es auch ein Fehler, jetzt die Kürbisse nicht mitzunehmen. Also ich glaube wirklich, viel wird das nicht bringen hier. Wird sich aber auch erst zeigen. So. Weil ich habe Magnetpilze eigentlich vorher auch nie genutzt. Und es ging ganz gut an sich. Okay, ich meine, natürlich muss man jetzt ein bisschen taktischer spielen, aber wenn ich es nicht brauche, brauche ich es nicht. Ist halt so. Darum weiß ich nicht, wozu ich das bitte schön so derartig bauen soll. Ah, gut, die Tatsache, dass es drei Wellen sind, könnte vielleicht ein bisschen nervig werden. Ein bisschen ist garantiert gut. Das war total nervig, ich sehe es doch jetzt schon. Vor allem, weil die Terroristen wieder irgendwelche Pflanzen wieder reinsetzen, wahrscheinlich. Okay, das Ding steht. Und jetzt mal eine Bohne drauf. Und dann macht er auf. Na, sehr schön. Der ist also einsatzbereit. Ich werd wirklich 5 Magnetpilze hier pflanzen, eine ganze Reihe hin. Weil ich glaube, sonst kann es mir passieren, dass sie zu wenig aufhalten. Also, dass sie die zu wenig anziehen, weil die brauchen natürlich auch eine Zeit lang, bis sie das magnetische Teil wieder loswerden. Das Item, was sie sich geschnappt haben. So, noch einer aufwecken. Okay, und der frisst schon. Das ist nicht schön. Okay, er frisst nicht den Pilz, also. Ist das schon okay? Oh, Poko-Zombie. Direkt mal entfernen, ne? Wumm, da ist er weg. Schade, kleiner Poko-Zombie, da hast du deinen Stab wohl verloren. Na, trotzdem machen die mir gerade ziemlich Ärger da. Los, halt ihn auf! Okay, ganz so lange brauchen sie anscheinend auch nicht. Auch die Leiter wurde weggenommen. Hahaha. Dann werden wir dieses Mal wohl immer noch nicht sehen, was die Leiter-Zombie bringt. Also, was die Leiter bringt. So traurig es klingen mag. Jetzt muss ich langsam mal weiter aufbauen hier. Also Verteidigungslinie. Ich glaube, das ist ein guter Fehler hier, dass ich hier nur so wenig jetzt habe. Weil so viel Schaden macht das garantiert nicht. Ich meine, es wird schon irgendwie klappen, aber trotzdem, so toll ist es auch nicht jetzt. Ich hätte echt den Kürbis mitnehmen sollen, weil jetzt wird die Pflanze weggefressen. Genau. Natürlich. Ah, jetzt ist der nächste schon dran. Ach, verdammt. Das ist doof. Gerade. Ja, wie, der frisst das schon wieder weg. Oh, schieß doch mal schneller, ihr Scheißteile.
Mann, ich brate meine Sonne die ganze Zeit hier. Nee, also die Mangelpilze nehme ich nicht nochmal mit. Die mögen zwar jetzt ein bisschen helfen, aber mir fehlt einfach der Schaden. Und das ist aktuell das Problem, dass mir einfach Schaden fehlt. Vor allem jetzt hier, oh Gott, da kommt ein bisschen viel. Muss noch kurz nach Jalapeno reinfetzen. Bevor sie noch Unsinn machen. Oh, da kommt ein Baseballspieler, Footballspieler, Entschuldigung. Der aber schon keine Hände hat. Oh, der fliegt, guck mal, der fliegt. Oh, er flog. Und er ist tot. Also die Reihe mit den Magnetpilzen ist schon recht hilfreich, ja. Die ist schon recht hilfreich. Weil die Gegner durch alle ihre Items verlieren. Aber auf Dauer weiß ich nicht, ob ich das weiter nutzen werde. Weil, ja, ich weiß nicht. Hey, ihr Scheiße, warum frisst ihr da schon wieder alles weg? Mann. Also man merkt schon, wie viel echter Schaden, wenn ich die Reihe hier weglasse. Okay, ich meine, die Pflanzen sind doch alle recht weit vorne platziert jetzt. Die sind natürlich schnell weg. Können schnell weg sein, so. Könnt ihr den mal aufhalten, ja? Vielen Dank fürs Nicht-Aufhalten. Mann! Der Platz wird die ganze Zeit weggeklaut, ey. Mann, hör mal auf. Ich bin hier nur am Nachbauen. Also langsam wird es echt mies, ey. Ganz mies. Gewaltig. Okay, ich meine, immerhin habe ich sowas mit den Sonnen zu tun, aber vielleicht waren das doch ein bisschen viele? Möglich, es waren vielleicht doch ein bisschen viele hier. Ja, aber gut, ja. Okay, letzte Welle. Gewonnen habe ich sowieso schon jetzt. Das ist gut. Oh, es kommen auch gerade ziemlich viele Pflanzen ein. Wow. Wow. Übertreibt man nicht. Irgendein. Jam, 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 jam. Ah, ich platze einfach irgendeinen Scheiß jetzt hin, auch wenn ich es brauche oder nicht. Ist ja egal. Ja, es muss ja noch sterben und dann war es das. Genau so. Und wir halten eine Gießkanne? Was soll ich mit einer Gießkanne? Ganz ehrlich, was soll ich mit einer Gießkanne jetzt? Jetzt kannst du den Zen-Garten-Modus spielen. Okay, Zen-Garten-Modus.